So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot Wedlock Challenge. Oh yeah, im letzten Part haben wir Team Rocket scheinbar ein für alle Mal zerschlagen. Und ich würde sagen, um den ganzen noch das Krönchen aufzusetzen, wollen wir uns Manfred lieber mal vorne lassen. Erstmal wollte ich sagen, weil der Typ sieht jetzt wirklich nach Elektro aus. Wollen wir nochmal uns den Saphir zurückholen, der ja übelst einfach mal verkauft werden sollte an Team Rocket, was wir persönlich ja schon ziemlich scheiße finden. Hallöchen, Forscher, na? Fast hätte ich den Saphir für viel Geld verkaufen können. Dann musstest du kommen und alles kaputt machen. Fufu, fufu, fu. Ach, ich weiß, was das sein soll. Das ist. Der versucht die ganze Zeit, das Meme zu brüllen. Das Fa-Meme, aber es funktioniert nicht. Es gibt kein Erbarmen für dich. Ja, das ist. Verzeihung, Verzeihung. Nam, nam, nam. Da trinke ich noch einen schlichten Tee. Ingo. Ich dachte schon. Ich dachte zuerst, da stand Inigo. Ja, ja, zu viel Fire Emblem. So, ein bitte mal. Ich habe doch gesagt, das sieht nach Elektrizität aus. Wer hätte es gedacht? Vielleicht, weil er aussieht wie ein Forscher und die fast immer mit irgendwelchen Elektro-Pokémon ankommen. Hm, das könnte sein. Was sagt denn Bernd das Brot dazu? Ich weiß es nicht. Manfred hat auf jeden Fall jede Menge Erfahrungspunkte. Hallöchen, Porygon. Möchtest du vielleicht auch noch etwas dazu sagen? Du erkennst die Robustheit, das ist schön. Trotzdem kommst du meinem Erdbeben nicht, indem ich dich jetzt besiege. Fährte, das ist übrigens auch eine sehr coole Fähigkeit, wie ich finde. Damit kann man zwar auch ziemliche Scheiße kopieren, aber wenn sowas kopiert wird wie Robustheit, ist es extrem nützlich, muss man doch mal sagen. Spiele ich meinen Gardevoir auch mit. Also beide meine Gardevoirs, glaube ich jedenfalls. Oder spiele ich? Ich glaube, ich spiele beide meine Gardevoir so. Ich habe zwei, deswegen. Oder habe ich sogar drei? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall kann halt auch Synchro oder Fährte haben, aber ich spiele es mit Fährte einfach, weil man da ziemlich coole Sachen mit rausholen kann. Erdbeben! Und das Elektroball kann seine Elektrizität aufpumpen, wie es möchte. Es bringt ihm doppelt nichts. A, weil er jetzt down ist. Und B, weil gerade ein Manfred steht. Und ich glaube nicht, dass der relativ beeindruckt davon wäre. Wir sind hier nicht im Pokémon-Anime, also im alten Pokémon-Anime, wo Ash einfach mal mit Elektrizität auch Onix besiegen kann. Oder generell, wo Pikachu alle möglichen Boden-Pokémon mit Donnerschlag oder Donnerschlag, genau, mit Donnerschock besiegt. Aber dann trotzdem gegen ein wildes Schwalbini verliert. The fuck. Das hat mich... Egal, nein, darüber will ich jetzt gar nichts. Da will ich lieber gar nichts drüber sagen. Dann rege ich mich nur wieder auf. So, liebes Magneton. Der Typ war auf jeden Fall schon mal deutlich schwächer als der vorangegangene Vorstand. Kein Wunder, sonst hätte der Team Rocket einfach verkloppen können, wenn die gesagt haben, wir kaufen nicht. Und dann hätte er gesagt, ich zeige euch jetzt mal, wie ihr hier nicht kauft. Magneton wurde besiegt. Manfred hat XP und Forscher Ingo wurde besiegt. Ach, Mist, Mist, blöder Mist, 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 blöder Mist, blöder Mist, Mist. Ich glaube, das war ein Remix. Wenn ich ihn nicht verkaufen kann, ist der wertlos. Nimm ihn und lass mich in Ruhe. Dim. Schön, Red packt den Saphir in die Tasche. Und was machst du jetzt? Was willst du jetzt? Mach schon, hau ab, lass mich. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Hallo? Sind die Männer mit dem weißen Kittel? Ja, genau. Mhm, Team Rocket Lager. Richtig, der Typ hinter dem Ecker. Im hinteren Zimmer, meine ich. Entschuldigung, nicht in der hinteren Ecke. Der steht ja da an der Wand. Ja, genau. Ja, bis gleich. Ciao. So, wir haben noch kurz schnell die Leute angerufen, damit der ja abgeholt werden kann, weil ich glaube, das verkraftet er sonst nicht. Gut, und auf zurück nach... Island 1, das war's, genau. Island 1, denn wir wollen den Saphir ja seinen rechtmäßigen Besitzer zurückgeben. Gehört der Stein überhaupt ihn oder weiß er nur, dass er existiert und möchte ihn haben? Das heißt, wir haben gerade quasi wehrlos irgendwelche Forscher verprügelt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall möchte Celio das Ding haben, damit er endlich mal seine tollen Tauschfunktionen durchführen kann. Sie sprint Tempo 6. Bip, 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 bim, bim. So, wen haben wir denn hier so schönes? Celio, möchtest du vielleicht einmal den Stein nehmen und uns dann für immer in Ruhe lassen, damit wir niemals für dich die Drecksarbeit erledigen müssen? Red gab Celio den Saphir! Oh yeah, das ist also der Edelstein, der zum Rubin gehört. Red, du hast alles auf dich genommen, oder? Ja, das stimmt. Ich weiß, dass es nicht leicht war. Ich bin dir sehr dankbar. Jetzt muss... Entschuldigung, Schluck auf. Jetzt muss ich für dich arbeiten. Lass mir ein wenig Zeit. Okay, das ist gut. Heurika, ich bin mit Lanette verbunden. Red, ich hab's geschafft. Ich konnte eine Verbindung zum Trainer in Höhen herstellen. Endlich funktioniert das Netzwerk. Red, das habe ich nur dir zu verdanken. Dank dir hat sich mein Traum erfüllt. Was kriege ich jetzt dafür? Ich weine nicht, das ist genug von meiner Seite. Red, du fängst weiter in exotische Pokémon, oder? Ich wünsche dir alles Gute. Ja, danke für nichts. Verbunden mit Kanto und Höhen. Ja, und jetzt können wir quasi Pokémon auch nach Höhen tauschen, also mit Rubin und Saphir. Ist das nicht eine bahnbrechende Erfindung von unserem lieben Forscher Celio? Ich finde doch, ja, insofern sollten wir das doch würdigen und wir machen das, indem wir die letzte Insel erkundigen, nämlich einen 7. In Ordnung, los, Seesprit, Tempo 6. Und wir sind angekommen. Hallöchen, liebe Insel Nummer 6, was kannst du denn, 7, was kannst du uns denn hier zu bieten haben? Die Natur dieser Insel bleibt nahezu unangetastet, daher konnte das Wandern hier schwierig werden.
Das könnte in der Tat schwierig werden, aber das ist ja egal, Mann. Wir haben deine Pokémon machen wieder übelst fit. Bam, 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 bam. Okay, danke für deine Pokémon, sie wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Das mache ich doch gerne, Schwester Joy. Außer du, du bist ja nicht so wie die Schwarz und Weiß, die dann solche Sachen sagt, wie hoffentlich kommst du bald wieder. Aber da haben wir ja auch schon häufig drüber gesprochen. Das sollte man nicht sagen als Arzt oder Krankenschwester. Der Trainerturm ist da oben und da einfach mal oben die nette Route hinführt, so das kleine kurze Stückchen, gehen wir da erstmal zuerst lang, wollte ich sagen. Hi, oh, direkt reingerannt. Irgendwo auf dieser Insel schlafen besondere Pokémon. Echt? Achso, ja, ganz unten, stimmt. Da gibt's die rätselhaften, mysteriösen. Wir haben in Lavandia ja schon ein bisschen damit rumgealbert. Am Ende, falls ihr euch daran erinnert, an einen bestimmten Part. Die mysteriösen Inkognito. Mysterious. Da werden wir später hingehen. Sehr viel später. Ein andermal. Nachher. Weiß nicht. Wahrscheinlich noch in diesem Part, weil ich denke mal nicht, dass hier so viele Trainer rumhausen werden oben, dass wir dann nicht mehr rechtzeitig runterkommen. Manfred Stärke und Traumato Flieg und Sieg an die Wand. Warte mal. Ich glaube, Manfred hat Mira den Stärkebeutel abgenommen. Stimmt, ja, jetzt hat Manfred den Stärkeorden. Den Stärkeorden, genau. Nein, den Stärkebeutel. Das würde ich sagen. Wo die ganzen Wesen, die ja durch die Gegend schmeißt, drin aufbewahrt werden. Aber naja, gar kein Problem. Dies ist auf jeden Fall auch schnell besiegt, weil die sind ein relativ hohes Level hier. Muss man doch mal neidlos anerkennen. Spieler besiegt Psycho Raoul. Ist Raoul nicht ein Männername? Glückwunsch, du bist die erste Frau, die ich jemals gesehen habe, die Raoul heißt. Keine Ahnung, hol dir deinen Preis beim Empfang ab. Boah, hoppla. Wieder Monster-Lag. Wir setzen Anne nach vorne, damit sie den Typen da oben mal hier irgendwie ordentlich... Kann man da rein? Na, würde schon sagen. Sah verdächtig aus, aber ist scheinbar nichts. Hi, ich spürte, dass du kommst. Okay, das ist wahrscheinlich auch wieder ein Psycho, wollte gerade sagen. Verdammt, das heißt, Anne war jetzt nicht so die kluge Wahl. Hallöchen, Girafarik. Was möchtest du tun? In die Safari-Zone gehen. Oder so ähnlich. Gut, wir setzen mal Ryan ein, weil ich glaube, der hatte noch bessere Chancen als seine Frau. Los, Ryan! Bam! Knirscher. Okay, das wäre nicht so schlimm gewesen, ehrlich gesagt. Da hätte Anne auch selber eine Attacke einsetzen können, vor allem weil Girafarik nach einem Kreuz wahrscheinlich down gewesen wäre. Aber es besteht da immerhin die Chance, dass die Attacke nicht getroffen hätte. Und dann stehen wir da, allein, entblößt und keine Chance mehr. Naja. Wobei, naja, ist egal. Nicht so schlimm. Wäre nicht so dramatisch ausgegangen, wie es wir hier gerade mal weiß machen wollen, würde ich mal glatt behaupten. Zunge, bitte überschlage dich nicht in meinem Kiefer, sodass Worte rauskommen, die ich nicht sprechen wollte. Da wäre ich dir wirklich unglaublich dankbar für. Und weißt du, wer auch noch dankbar dafür wäre? Girafarik. Denn Girafarik möchte jetzt bitte einfach nur bitte zurück in seinen Pokéball. Bitte, habe ich schon bitte gesagt. Ich sag nochmal bitte, bitte. Schnüffler, ja, was hast du denn vor einzusetzen? Das nützt dir nichts. Du erkennst Smetbo jetzt vielleicht, aber. Bringt dir das auch noch was in deinem Pokéball? Nein. Doch, würdest dir. Aber du lebst natürlich noch. Psychokinese reicht. Ja, relativ starke Trainer hier. Muss man doch mal, wie gesagt, neidlos anerkennen. Bam, auch wenn ein hier eigentlich jetzt mal was machen sollte. Aber ist ja eigentlich egal. Anne hat ganz viele Erfahrungspunkte, Ryan hat Erfahrungspunkte und jeder ist glücklich. Dario wurde besiegt. Gib auf. Ich gebe nicht auf. Ich habe dich gerade besiegt. Wieso sollte ich dann aufgeben? Das macht doch überhaupt irgendwie keine Stimmung. Ja, genau das wollte ich sagen. Ich hätte mich gerade nicht beinahe grammatikalisch versprochen. Das ergibt keinerlei Sinn, wollte ich natürlich sagen. Topschutz einmal aktivieren. Dankeschön. Dipidipipi. Gibt es hier nur irgendwelche netten Wassertrainer? Nee, nicht wirklich. Hier ist nur der Trainerturm. Hi, na? Okay, ja, tatsächlich. Hier ist nur der Trainerturm. Den machen wir natürlich nicht, weil, in deinen Trainerturm, da gehe ich normalerweise mit EV-Pokémon rein, weil das ist dann doch schon etwas herausfordernder. Da muss man sich ganz genau überlegen, was man denn da nur mit seinem Team anstellt. Vor allem dürfen wir nur 3 mitnehmen. Das wäre dann ein bisschen blöd, weil dann dürften wir ein Pairing nie mitnehmen. Und das wäre nicht sonderlich gut für das, was wir eigentlich spielen. Für die Wedlock-Challenge nämlich. So, das hier oben war relativ schnell beendet. Also geht es jetzt nach unten. Den südlichen Gang der 7. und letzten Insel abklappern. Schön. Ah, das ist die Stelle. Hier habe ich auch ganz gerne mal trainiert. Hier haben nämlich, glaube ich, viele Pflanzen-Pokémon, oder? Du bestimmt auch. Nicht viele Leute kommen hier raus. Ich bin überzeugt, dass... Ach nee, du hast nur eine Attacke. Schwertanz, oder? Du warst der Schwertanz-Typ. Soll ich Attacken lernen? Der ist Schwertanz. Ja, wer kann das denn? Gucken wir nochmal. Light Flame und Marie. Nee. Oh, ja, das ist auch schon die erste. Die hat, glaube ich, ein Bluebella. Ich besiege dich mit Links. Ja, ich erinnere mich wieder. Island 6... unten und hier Island 7
habe ich sehr viel trainiert. Bubella, ich wusste es doch. Seht ihr, das wusste ich nur auswendig, weil ich hier so oft geknüppelt habe, die ganzen Trainer. Dort ist auf jeden Fall noch einer mit Sarzenia und ich glaube auch einer mit Giflor. Sarzenia hundertprozentig. Giflor bin ich gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall genug Pokémon, die Anne hier schön besiegen kann. Bam, bam, bam. Ich hatte nicht vor, auszuweichen, Madame. Also, die Aeroas-Attacke trifft hart. Bam, auf die Blümchen. Das tut mir jetzt ein bisschen leid, dass ich eine Frisur durcheinander bringe, kleines Bluebella. Aber es muss sein. Was sein muss, muss sein. Anne kriegt ganz viele Erfahrungspunkte und wir kommen nun in den Kampf. Ein weiteres Bluebella. Ja, schön. Ich glaube sogar, die haben immer zwei. Also zweimal Sarzenia müsste gleich noch kommen und zweimal Giflor. Glaube ich. Keine Ahnung. Wir werden es gleich sehen. Tangela müsste, glaube ich, auch noch jemand haben. Er senkt die ganze Zeit bei den Fluchtwerten, dabei greift ihr nicht an. Also irgendwie verstehe ich eure Taktik nicht so ganz. Aber Taktik und CPU ist ja meistens so, sind ja so zwei Begriffe, die häufig nicht zusammenpassen. 1971, das könnte auch ein Datum sein. Schön, nice. Spieler besiegt auch mal der Ilse. Psst, zu stark für mich. Ja, wenigstens siehst du es ein. Wieder eine Forscher von neulich auch. Schön, das ist macht es angenehmer. Ach ja, der hat Vogel-Pokémon, der Typ da. Mira, du hängst mit Marie hinterher, das heißt, du wirst die Nächste sein, die jetzt ein Level abkriegt. Servus, bist du in meinem Fanclub? Nein, bin ich nicht. Ah, nee, du hast Elektro-Pokémon, glaube ich. Nee, doch, du hast... Nee, du hast Psychos? Doch, Elektro, wusste ich, habe ich doch gesagt. Aber das ist jetzt uncool, weil wir haben Mira vorne. Allerdings ist es jetzt nicht so dramatisch, weil Mira ist 10 Level höher. Und wie ich das ja schon mal erklärt habe, selbst eine Donnerblitz, eine Donnerschock-Attacke sollte hier nicht allzu viel Schaden machen. Und Mira ist ohnehin die Schnellere in diesem Kampf. Nium, 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 nium. Nur bei Volto Elektroball sollte ich dann vielleicht gleich mal gucken, ob ich nicht vielleicht das lieber doch besser Light Flame machen lasse. Falls überhaupt eins kommt. Und wahrscheinlich kommen jetzt wieder drei Voltoball, also noch ein Voltoball und dann wieder ein paar Tiermos, damit er schön damit jonglieren kann. Wobei es interessant wäre, wenn er mit einem Elektroball jongliert, dann jongliert er mit einem Pokémon, was fast genauso groß ist wie er selbst. Elektroball ist 1,20 und Pantimos 1,30. Naja. Oh, ein Tanzer. Seh mal einer an. Tanzer, auch ein sehr cooles Pokémon. Und da kommt der Surfer zugute. Reicht das aus? Ja, natürlich reicht das aus. Durch seine nicht ganz so gute spezielle Verteidigung zu gelangen, ist es dann doch wohl nicht so schlimm. Und noch ein Tanzer. Okay, easy. Du benutzt auf jeden Fall Pokémon, die sich boomen können. Und ich sehe schon deine Strategie dahinter. Du hast wahrscheinlich die ganze Zeit sofort Explosion eingesetzt, in der Hoffnung, dass du vielleicht irgendwie Mira besiegen kannst. Aber dafür hättest du erstmal zum Zug kommen müssen. Jongleur Marek ist besiegt. Oh, du bist kein Fan. Nun, das kann ich nicht ändern. Ich singe nur für dich. Ja, das kann ich ändern. Ich singe nur für dich. Nein, bitte nicht. La la la, schicke meine Pokémon hinaus und die Mädchen schreien. Kurze Richtigstellung, ich bin Red, ich bin Typ, Mann! Di-di-di-di, Hallöchen. Na? Irgendwer hat hier auch ein Enteron, fällt mir gerade so ein. Gut, möchtest du mir deinen Sarzenia zeigen? Die Insel ist so weitläufig, es ist schwierig, sie zu bewachen. Wofür bewacht ihr sie denn? Ihr habt die Inkognito unten, die können euch mal bewachen, wenn die genauso creepy sind wie in gewissen Creepypastas. Ultrigaria. Okay, dann haben die ersten Sarzenia, wenn man sie ein weiteres Mal herausfordert. Oder der hat als zweites Pokémon Sarzenia, das kann natürlich auch sein. Miau, miau. Aber seht ihr, ich hatte recht. Ich habe jetzt so oft trainiert, ich kenne das noch in- und auswendig. Bam, 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 bam. Mira setzt Erdbeben ein. Und ich denke mal, dass ich für die Liga auch wieder hier hingehen werde, um zu trainieren entsprechend. Das hat er aber noch überlebt. Das war nicht nett, gar nicht so nett. Body Slam, wow, top Genesung. Ich bin ja schwerst beeindruckt. Ihr benutzt Genesungsattacken, Items. Das gefällt mir nicht so wirklich. Bitte unterlasst dies. Wow. Wenn man fast so viel Schaden macht wie Erdbeben, ja, und ist ja nicht so viel schwächer, muss man aber sagen. Und kriegt ja beides keinen Step, trifft also beides mit der gleichen Neutralität. Unter den gleichen Bedingungen. Sarzenia, aha, da ist es ja. Schauen wir doch mal, wie viel ein Eisstrahl Schaden macht. Ich denke mal nicht so viel wie ein Erdbeben oder ein Body Slam, aber naja, vielleicht reicht es, dass wir im nächsten Schlag auf jeden Fall. Oh, das war ein Volltreffer, wollte ich doch gerade sagen. Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn das ein One-Hit wäre ohne Volltreffer. Mira, ganz, ganz viel Erfahrungspunkte. Der Spieler besiegt Ranger Alphons. Ja, du hast, glaube ich, Giflor, oder? Ich bestrafe Leute, die Pokémon missbrauchen. Ja, das machst du sehr gut. Das solltest du auch weiterhin tun, weil sowas sollte man definitiv nicht machen. Hallo, zeig mir dein Giflor. Ja, habe ich doch gesagt. Ha, und unten kommt gleich noch die mit dem Enteron oder der mit dem Enteron. Und dann sind die Vorhersagen auch alle ungefähr eingetroffen. Verdammt tiefgründig, der Scheiß. So, einmal mit den Einstrahlen, um zu gucken, wie viel Schaden wir machen. Das wird nicht mehr als die Hälfte abziehen bei dem Giflor. Bei dem Giflor könnte es der Fall sein, ja. Deine Giflor reicht es definitiv. Ich kann es doch mal sagen, das wird euch nichts bringen, wenn ihr keine Angriffe einsetzt.
mit denen dadurch euch irgendwie einen Vorteil erhaschen könnt, weil so bringt euch das doch nichts. Meine Güte, das ist übrigens sehr effektiv. Bam, Duflo wurde besiegt. Mira hat ganz viele XP. Level up. Mira erreicht Level 58. Wow, 4 KP und 4 Angriff. Awesome. Und bekommt jetzt Giflor. Wen hätte das überrascht? Mich persönlich nicht. Kommen in den letzten Parts ganz schön viele mit Giflors, oder? Die wollen alle Marie nacheifern. Alle diese Giflor wollen den Marie nacheifern. Aber es bringt ihnen nichts. Guck mal, doch auch über die Hälfte. Okay. Ich habe Miras Spezialangriff unterschätzt. Und da kommt die Stachelspore. Uncool. Aber zum Glück hat Mira ja gerade eher Level up erreicht. Das heißt, danach kann ich sie wieder an eine andere Stelle setzen. Blättertanz. Das hätten wir auch lernen können. Sieht auch echt hübsch aus, aber doch lieber die Sonntag-Solarstrahl-Taktik. Habe ich jetzt Bock drauf. Wisst ihr ja. Habe ich damals schon erklärt. Vor langer, langer Zeit. Damals waren wir noch in Fuxania City. Wisst ihr noch, wie lange das her ist? Ewigkeiten. Mira besiegt auf jeden Fall Saskia. Du scheinst kein Problem darzustellen, Trainer. Richtig, aber würde ich vielleicht anders so nicht sagen, weil deine Pokémon sehen gerade schon ziemlich beschädigt aus. Du solltest schnell in einen Pokémon-Sender rennen. Gut, wenn jetzt wirklich ein Enterhorn kommt, ist das ja perfekt für Marie. Wart ihr das sogar schon? Ihr seid ein Doppeltrainer. Ein Doppeltrainer. Ein Doppeltrainer. Ein Doppeltrainer. Dann sollte ich das vielleicht doch nicht mit den beiden machen. Dann mache ich das lieber mal mit den zweien. Die Ryan und Anne. Hi. Wenn ich an der Seite von Tizia bin, fühle ich, dass wir nichts verlieren können. Auch ein interessanter Name. Noch nie gehört, ehrlich gesagt. Hallöchen. Ihr habt Enteron, oder? Oder ist der weiter unten? Nee, doch. Ihr habt das mit Enteron und Enteron. So, wer von euch... Wohl, 50 schon wieder. Ja, das wäre nicht so gut gewesen für Manfred dann. Auch wenn ich wahrscheinlich wieder mal übertreibe in meiner Sorge. Aber man kann ja nie so genau wissen. Bam, bam, bam. Und bevor das Enteron damit Konfusion oder irgendwelchen sehr effektiven Kram ankommt, wollen wir es doch mal schnellstmöglich besiegen. Und Enteron ist vielleicht auch gleich One-Hit durch einen Gigasauger. Lass es dir schmecken, Ryan. Ich weiß ja nicht, wie so ein Enteron schmeckt. Also... Es ist ja einerseits muss es ja sehr intelligent sein, weil es halt Psycho-Attacken einsetzen kann. Aber andererseits ist es ja in so den meisten Zuständen. Aber Enteron ist cool. Till, wenn ich auf der Seite von Tizia bin, fühle ich, dass wir nicht verloren haben. Ja, so kann man sich auch schön reden. Ich möchte da nichts gegen sagen. Ich lasse eure Illusion heile. Und jetzt gehe er von dannen und schreite deinen Weg mutig voran oder so ähnlich. Gut, alle wieder fast auf demselben Level. Nice, kann wir hier schwimmen? Nein, kann man nicht schwimmen. Schade. Haben wir das eingesammelt? Ja. Oder da ist gar nichts gewesen. Kann auch sein. Oder? Nee, wir haben es eingesammelt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch nicht. Schatzschlucht. Ach, das war die Schatzschlucht, die ich nicht vergessen sollte. Mann, natürlich hätte ich nicht vergessen. Ich habe doch gesagt, dass ich alle Inseln abklapper. Oder und noch zwei Astrainer. Sehr interessant. Das könnte aber übel werden, wenn das ein Doppelkampf ist vor allem. Aber ich glaube an die zwei. Dritt, mein Schatz, zusammen werden wir gewinnen. Und das Ganze wieder eingeleitet mit einem Epic Slow Motion Effekt. So, gegen Astrina. Oh, ich wollte gerade sagen, gegen Astrina habe ich doch einen Höllenrespekt. Taubos und Tauros, stimmt. Miltang und Tauros. Übrigens, noch eine Theorie, die ich euch beibringen kann. Wusstet ihr, dass es so eine Theorie gibt, dass Miltang quasi ein weibliches Tauros ist? Ja, die gibt es tatsächlich. Miltang kann auch nur weiblich sein. Und ja, ich dachte, das interessiert euch eventuell, da ihr generell immer sehr an den Theorien interessiert seid. So, einmal hier wieder den Sonnentag provozieren. Oder versuchen wir es einfach mit Matschbomben. Wir versuchen einfach mit Matschbomben. Vor denen habe ich mehr Schiss, weil er mehr Schaden macht. Deswegen erstmal auf Tauros. Fuchtler. Bam, bam, bam. Und deswegen wäre ich übrigens auch stark für, wenn wir mal eine Evolution hätten. Eine Vorstufe von Miltang und Tauros, eine gemeinsame. Die quasi, wenn sie weiblich wird, entwickelt sich zu Miltang. Und wenn es Männchen ist, entwickelt sie sich zu Tauros. So ein bisschen ähnlich wie, wobei, nee, ist auch nicht wirklich so ähnlich. Ich wollte gerade das von Indoran vergleichen, aber das ist dann doch eher was anderes. Also generell, ihr wisst, denke ich, worauf ich hinaus will. Ich fände es auf jeden Fall verdammt cool, wenn man das so machen würde. Das wäre nice, lass Marie in Ruhe. Aua, das tat weh. Und da kommt der Einige. Oh Gott, ey, Miltang. Ich kenne aber viele Leute, die haben immer noch ein Trauma von Whitneys, also Biancas Miltang aus, Gold und Silber, kann ich verstehen. Das war schon ein ziemlich harter Brocken, wenn man da nicht die richtigen Pokémon dabei hatte. Naja, aber wie gesagt, Miltang so das weibliche und Tauros das männliche davon. Und eine gemeinsame Vorstufe wäre doch mal echt nice, oder? Fände ich schon. Tauros wurde besiegt, Marie hält Punkte, Manfred hält Punkte. Komm schon, Marie, du musst auch noch aufsteigen. Matschbombe. Und nehmen wir mal den... Nee, bleiben wir beim Durchbruch. Da kommt weiter ein Igler. Wisst ihr, bevor ich jetzt einen echten Schiss hätte vor einem Walzer? Weil nach ein Igler nimmt die Kraft von Walzer zu. Und wir machen, wie wir gerade sehen, kontinuierlich weniger Schaden.
Persönlich ist das etwas, was mir nicht so gefällt. Okay, pass auf. Wir müssen mal den Sonnentag hier rausholen. Du reist weiter dazu. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Verteidigung steigt weiter rapide, aber gleich haben wir eh den Solarstrahl und dann war ihr ganzer Plan, sich hoch zu boosten und dann wahrscheinlich mit Walzer tatsächlich übel reinzuschlagen. Völlig für die Katz, denn der Solarstrahl geht leider nicht auf die physische Verteidigung zu ihrem Unglück. Marie, dein Typ ist gefragt. Bitte einmal den Solarstrahl rausholen und bitte dann gleich ganz doll funkeln und sparkeln. Okay, so viel dazu. Da war ich doch ein bisschen zu siegessicher. Top Genesung. Ich hatte gedacht, die haben keine, weil der Typ bei Tauros eben darauf verzichtet hat. Kann aber natürlich auch daran liegen, dass Tauros noch... Also was kann, es hat daran gelegen, fällt mir gerade ein. Tauros war ja noch im Fuchtler gefangen. Das heißt, die kam gar nicht dazu, irgendwas anderes zu machen. Aber überhaupt nicht schlimm, denn Marie wird im nächsten Part, im nächsten Zug das auf jeden Fall klären. Ja, genau, ich mache jetzt einen Cut kurz vorm Ende des Kampfes. Nein, sowas mache ich nicht. Was zum... Oh. Oder auch nicht. Die will doch hier irgendwie das provozieren. Das war jetzt wahrscheinlich von dem anderen Typ, der immer noch einen Trank benutzt hat. Einfach so, weil er es kann. Das war ein Volltreffer. Bäm und tschüss. Gut, ja, der Volltreffer ignoriert ja glücklicherweise die Wertsteigerung der Gegner. Also die Verteidigungssteigerung wurde gerade, wird dann ignoriert, weil Manfred einen Volltreffer gemacht hat. Sehr nett. Ich war anscheinend zu sorglos. Ja, da hast du vollkommen recht. Es gibt auch ein sorglos Pokémon. Übrigens, das passt dann ja zu dir. Gut, Leute, ich würde aber sagen, das war... Oh, ein Item. Nein, das war nicht ein Item. Oh, Nugget, schön. Aber das war Pokémon Feuerrot. Redlock Challenge für heute. Im nächsten Part marschieren wir weiter über die allerletzte Insel. Und dann schauen wir mal, was wir noch offen haben. Wir kommen der netten Überraschung, die ich für euch geplant habe, immer näher. Seid gespannt. Bis dahin. Ciao.